Mit diesem Video möchte ich dir helfen, in die Welt von Flipgrid einzutauchen. Du wirst lernen, wie du dich bei Flipgrid anmeldest, wie du dein erstes Grid erstellst, wie du in diesem Grid Topics anlegst, wie du Videos in die Topics aufnimmst und wie du diese Videos auch teilen kannst. Viel Spaß! Wir starten auf der Seite flipgrid.com. Wenn du das erste Mal Flipgrid nutzt, musst du dich anmelden. Das geht am schnellsten über den Button Educator Sign Up rechts oben. Du erhältst dann die Auswahl, entweder mit einem Google-Konto zu starten oder mit einem Microsoft-Konto zu starten. Wichtig ist hier, dass du den Reiter Educators aktiviert hast, da du ja als Lehrer in Flipgrid einsteigen möchtest. Ich wähle nun den Einstieg mit meinem Microsoft-Konto. Hast du dich in deinem Browser bereits einmal mit einem Microsoft-Konto angemeldet, erhältst du hier nun die Übersicht über deine Microsoft-Konten. Ist das Konto, das du benutzen willst, nicht aufgeführt, wählst du den Button Anderes Konto verwenden. Dann meldest du dich mit deinem Microsoft-Konto an und schon bist du in der Übersicht von deinem Flipgrid-Profil. Du kannst hier noch deinen Vornamen und deinen Nachnamen ändern, das Land, in dem du wohnst, auswählen, deine Schule angeben, das Alter deiner Schüler und Schülerinnen und auch noch angeben, welche Fächer du unterrichtest oder wo deine Expertise liegt. Als letztes folgt noch das Geburtsdatum zur Verifikation, ob du Flipgrid auch nutzen darfst, gemäß den Nutzungsbedingungen. Wenn das alles ausgefüllt ist, können wir auf Create Account klicken. Und schon bist du bei Flipgrid angemeldet. In dieser Administratorenübersicht hast du später dann eine Übersicht über deine Grids. Da wir uns aber neu angemeldet haben, haben wir noch kein einziges Grid in dieser Übersicht. Das wollen wir jetzt ändern. Mit einem Klick auf den Button Add New Grid kannst du ein neues Grid hinzufügen. Als erstes müssen wir uns einen Namen für das Grid überlegen. Ich würde dir hier empfehlen, wirklich sprechende Namen zu verwenden, damit du dich nachher auch in der Menge der Grids wieder zurechtfindest. Ich nenne mein Grid jetzt Demo Grid. Als nächstes hast du die Auswahl, welchen Grid-Type du verwenden willst. Entweder School E-Mail, Student ID oder Public and PLCs. Wählst du School E-Mail, kannst du in einem späteren Schritt die E-Mail-Domain deiner Schule auswählen und somit können auch nur Benutzer, die eine E-Mail deiner Schule haben, in deinem Grid posten. Der Grid-Type Student ID ist für uns in Europa nicht geeignet und der letzte Typ Public and PLCs ist dann geeignet, wenn du verschiedene Personen an deinem Grid teilhaben lassen willst, die aber nicht alle eine E-Mail-Adresse beispielsweise aus deiner Schule haben. Ich wähle nun School E-Mail. Im unteren Bereich gibt es jetzt noch den Punkt Create a Flipcode. Hier bekommst du standardmäßig einen Flipcode vorgeschlagen, du kannst diesen aber auch personalisieren. In meinem Fall zum Beispiel Stangl Demo 2019. Du siehst hier nun an der grünen Schrift Available, dass dieser Flipcode noch verfügbar ist. Im nächsten Schritt wirst du nun beim Grid-Type School E-Mail gefragt, welche Domain deine Schule hat. Du gibst hier nun also die Domain deiner Schule an, in meinem Fall @mms-radstadt.at. Nun können also nur Schüler und Schülerinnen oder Kollegen und Kolleginnen mit einer E-Mail-Adresse der MMS Radstadt an diesem Grid teilhaben. Hättest du als Grid-Type Public and PLC gewählt, wären die Optionen hier dieselben. Du hättest nur nach dem Anlegen des Grids noch die Möglichkeit gehabt, dein Public- oder PLC-Grid-Passwort zu schützen. Eine Eingabe der E-Mail-Domain ist bei einem Public- und PLC-Grid natürlich nicht vonnöten. Und nun ist das Grid schon fertig. Du bekommst hier noch einmal eine Übersicht. Das Grid heißt Stangl Demo und du hättest hier auch schon Möglichkeiten, das Grid zu teilen. Zum Beispiel direkt einzubetten, nach Teams oder in den Google Classroom zu schicken. Wir sind aber nun fertig. In dieser Übersicht deines Grids siehst du nun die verschiedenen Topics.
Die Topics sind jetzt die Themen, die du in deinem Grid mit Videos behandeln willst. Ich persönlich handhabe es so, dass das Grid immer für das Fach ist und die Topics dann die eigenen Themen in diesem Fach. Du erhältst nun hier schon ein Topic Introductions. Wenn du hierauf klickst, wäre dieses Topic dafür geeignet, dass man sich gegenseitig vorstellen und Ideen austauscht. Da dieses Topic Introductions aber immer wieder für Verwirrung bei den Schülern sorgt und sie ihre Videos darin posten, ist mein erster Schritt, nachdem ich ein neues Grid erstellt habe, dieses Topic Introductions zu löschen. Wir bestätigen, dass wir uns sicher sind, dass wir es löschen wollen, und Introductions ist nun weg. Wir erstellen jetzt also unser erstes eigenes Topic. Das geht über den Button Add New Topic und du kannst hier dann nun den Topic Title wählen. Ich habe den Titel Erste Schritte gewählt. Daneben kannst du nun auswählen, wie lange die jeweiligen Benutzer Zeit haben, um nun das Video aufzunehmen. Das startet bei 15 Sekunden und geht bis zu 5 Minuten lang. Ich bleibe nun bei 1 Minute 30. In diesem Feld geht es nun darum, die Aufgabe zu erklären, die zu erfüllen ist. Ich gebe mich nun damit zufrieden, das erste Video zu posten. Die nächsten Punkte sind nun optional. Hier wäre der Fokus. Ich kann also ein Video aufnehmen, ein Video hochladen, ein Video von YouTube oder Vimeo hinzufügen, Bilder hochladen und noch vieles mehr. Dieser Fokus soll quasi als Inspiration oder als Anstoß für das Video der Schüler und Schülerinnen dienen. Ich füge nun keinen Fokus hinzu und sehe mir noch an, was unter More Options zur Verfügung steht. Ich könnte hier noch einen Topic-Tipp abgeben, um den Schülern und Schülerinnen zu helfen. Ich könnte Attachments hinzufügen, zum Beispiel weiterführende Ressourcen und Links. Und im Bereich Topic-Status könnte ich eine Moderation einstellen. Das würde bedeuten, dass alle Videos zuerst für die Mitschüler und Mitschülerinnen unsichtbar sind und erst, wenn ich sie freigebe, für alle sichtbar sind. Es gäbe dann auch noch den Bereich Launch und Freeze Dates, wann mein Topic starten soll und wann es geschlossen sein soll. Dieser Punkt wäre auszuwählen, wenn man eine fixe Deadline für die Videoabgabe hat. Bei den Video Features kann ich noch verschiedene Dinge aktivieren und deaktivieren, wobei die einzelnen Punkte hier eigentlich selbsterklärend sind. Und am Ende gäbe es noch Feedback, ein Basic Feedback oder ein Custom Feedback. Das könnte ich dann mit verschiedenen Rubriken ähnlich wie in Microsoft Teams aufbauen. Bin ich mit meinen Einstellungen zufrieden? Kann ich das Topic nun erstellen. Create Topic. Unser Topic ist nun fertig. Wieder die Übersicht, ähnlich wie beim Grid. Hier wäre der Code, der zu meinem Topic führt. Den kann ich sofort kopieren oder mir auch als QR-Code anzeigen lassen. Ich kann das Topic auch wieder einbetten, nach Teams, in den Google Classroom oder auch auf Remind teilen. Wenn wir fertig sind, klicken wir auf All Set. Und unser erstes Topic ist fertig, mit dem Namen Erste Schritte. Wenn du nun dieses Topic mit deinen Schülern und Schülerinnen teilen willst, gibt es eben den Button Share. Man kann dann mit der Flipgrid App entweder mit diesem Flipcode oder auch via QR-Code-Scanner zugreifen und das Video aufnehmen. Man muss sich allerdings fürs Video aufnehmen nun mit einer E-Mail-Adresse anmelden, die eben, nachdem ich School-E-Mail gewählt habe als Grid-Type, von der Musikmittelschule Rathstadt sein soll. Habe ich nun Gäste, die auch in mein Topic aufnehmen sollen, oder ich möchte, dass das Ganze ohne Anmeldung möglich ist, klicke ich auf Add Topic Guests. Hier kann ich nun einen Gastzugang festlegen, und zwar indem ich diesen Schieberegler aktiviere, es ist der Guest Mode aktiviert und die Gäste dürfen nun auch Videos in mein Topic aufnehmen. Der Vorteil von diesem Guest Code ist, dass die Gäste wirklich nur auf dieses eine Topic zugreifen können und nicht auf mein komplettes Grid. Ich erhalte hier nun einen neuen Code, das wäre der Guest-Code oder eben wieder den QR-Code. Wird dieser Guest-Code nun in die Flipgrid-App eingegeben oder der QR-Code gescannt, kann man ganz ohne Anmeldung in diesem Topic ein Video posten. Einzig Vorname und Nachname sind erforderlich und die Angabe der E-Mail-Adresse wäre optional, um Feedback erhalten zu können.
Startet man nun zum ersten Mal die Flipgrid App, sieht der Bildschirm so aus. Möchte ich nun in einem Grid ein Video posten, kann ich entweder den Flipcode eingeben oder ich nutze die Funktion des Scannens. Ich scanne meinen QR-Code und werde nun automatisch auf unser zuerst erstelltes Demo-Grid weitergeleitet. Hier siehst du nun, wie schon bereits angekündigt, dass ich für den Zugriff ein Konto benötige. In diesem Fall würde ich ein Konto meiner Schule benötigen, also @mms-radstadt.at. Mit einem Klick auf Login with Microsoft komme ich nun auf die Anmeldeseite und kann mich hier nun mit meinem Microsoft-Konto anmelden. Nach der Anmeldung erhalte ich dann Zugriff auf das Topic und ich kann mein Video posten. Nun möchte ich noch zeigen, wie der Zugriff mit einem Gastcode funktioniert. Ebenfalls wieder Scan Flipgrid QR. Ich scanne den Gastcode und nun lande ich sofort im Topic Erste Schritte in unserem Demo-Grid. Klicke ich nun rechts unten auf das grüne Symbol, werde ich nun nach meinem Vornamen und nach meinem Nachnamen gefragt. Die E-Mail-Adresse ist optional, an diese E-Mail-Adresse würde dann Feedback geschickt werden, das auf mein Video hinterlassen wird. Bin ich mit der Eingabe fertig, können wir nun starten. Du siehst nun die Selfie-Kamera vor dir und solltest dich im Bildschirm erkennen. Du hast nun zur Aufnahme verschiedene Möglichkeiten. Über dem Aufnahmesymbol, dem großen Kreis unten in der Mitte, siehst du verschiedene Filter, wie zum Beispiel hier das grüne Männchen wäre ein Filter, der das Kamerabild verpixelt. Daneben hast du noch verschiedene Farbfilter. Mit dem A könntest du Text hinzufügen, mit dem Smiley könntest du verschiedene Smileys hinzufügen. Mit dem Stift kann man auf der Oberfläche zeichnen oder mit dem Whiteboard direkt wie auf einem Whiteboard schreiben. Links neben dem Aufnahmesymbol ist das Symbol zum Drehen der Kamera. Du kannst also von der Selfie-Kamera auf die Hauptkamera wechseln. Daneben ist noch ein Bild für die Galerie. Dort kannst du, so wie ich es hier gemacht habe, ein Bild einfügen oder aber auch ein Video, das du bereits zuvor aufgenommen hast, hochladen. Ich werde nun ein Video machen und das in unser Topic posten. Hallo, es freut mich sehr, dass ich nun mein erstes Flipgrid-Video posten kann. Nach dem Klick auf Pause siehst du nun auf der linken Seite ein Papiertonnensymbol, wo du das Video verwerfen könntest, oder nach rechts geht es weiter. Du erhältst nun noch einmal eine Übersicht, wie dein Video aussieht, und wenn du zufrieden bist, kannst du nun nach rechts weitergehen. In dieser Übersicht kannst du nun noch ein Selfie von dir aufnehmen. Dieses Selfie kannst du nun noch mit den Filtern verändern, einen Text hinzufügen oder auch zum Beispiel noch mit Brillen, Bärten und so weiter verzieren. Ich entscheide mich hier für die Flipgrid-Kappe und setze die nun meinem Selfie auf. Wenn du nun zufrieden bist, kannst du dieses Selfie bestätigen, indem du auf den grünen Haken klickst und schon ist das Video fertig. Du siehst hier noch deinen Namen, könntest deinem Video noch einen Titel geben oder einen Link anfügen. Wenn du aber zufrieden bist, klickst du auf Submit My Video. Und schon ist das Video nun hochgeladen und in dem Grid gepostet. Da unser erste Schritte-Topic nicht auf moderiert steht, kann nun jeder die Videos der anderen sehen, die bereits gepostet wurden. Ich sehe nun also in der Übersicht mein Video, das nun bereits hochgeladen ist. Wenn du nun zurück in die Administratoren-Oberfläche von Flipgrid schaust, siehst du, dass nun die erste Antwort auf unser Topic eingetroffen ist. Du kannst diese Antwort hier nun auf aktiv oder auf inaktiv setzen, also hidden. Unter Actions könntest du diese Antwort noch editieren, falls Tippfehler vorhanden sind, zum Beispiel im Titel. Ich könnte sie verschieben, duplizieren, mir das Video oder das Selfie downloaden oder die Antwort auch löschen. Mit dem Button Share könnte ich diese Antwort nun teilen, entweder mit diesem Code oder wieder mit diesem Flipgrid AR Code. Was es mit dem Flipgrid AR Code auf sich hat, möchte ich dir nun zeigen. Wenn du mit der Flipgrid App auf deinem Smartphone einen Flipgrid AR Code scannst, so erscheint das Video in Augmented Reality
direkt auf dem Untergrund und du kannst es so betrachten. Scannst du den Flipgrid AR-Code mit einem normalen QR-Code-Scanner und nicht mit der App, kannst du das Video im Browser betrachten, allerdings ohne Augmented Reality-Effekt. Du hast in diesem Video nun gelernt, wie du dich bei Flipgrid anmeldest, wie du dein erstes Grid erstellst und wie du auch einzelne Topics in diesem Grid erstellst. Danach haben wir uns gemeinsam angesehen, wie man mit der Flipgrid-App Videos aufnimmt und wie man diese Videos dann auch teilen kann. Flipgrid bietet noch einiges mehr an Möglichkeiten. Nachdem du diesen Einstieg geschafft hast, bin ich mir sicher, dass du die weiteren Optionen von Flipgrid Schritt für Schritt entdecken wirst und so Flipgrid für dich personalisieren und den bestmöglichen Gewinn für deinen Unterricht daraus ziehen kannst. Solltest du Fragen zu Flipgrid haben, kannst du mich natürlich jederzeit kontaktieren. Und nun viel Spaß beim Arbeiten mit Flipgrid!